Hallo, hier ist euer Max. Und wenn du aktuell ein K-System für deine Anlage planst oder einen Einblick in die Unterschiede zwischen Faller und Fiesmann haben möchtest, dann ist das das richtige Video. Zu diesem Thema ist es schon die zweite Variante und ich habe mir aus der ersten eure Anregung zu Herzen genommen. Einmal gab es den Hinweis, dass ich damals vom Faller K-System das älteste Fahrzeug genommen habe und hatte den im Vergleich zu dem neuesten von Fiesmann. Das mache ich in dem Fall besser. Ich versuche das auch heute so neutral wie möglich zu betrachten und möchte euch die Vorteile der jeweiligen K-Systeme vorstellen. Auch wenn jetzt der Gedanke vielleicht wieder aufkommt, das Thema Vergleichen Äpfel und Birnen. Ja, ist so ein bisschen Äpfel und Birnen vergleichen, aber wenn ich ein K-System möchte oder dann in dem Fall sinnbildlich Obst essen möchte, muss ich mich dann ja auch entscheiden, ob ich das eine oder das andere will. Oder ich nehme beides, dann wäre es aber trotzdem gut zu wissen, wie was schmeckt. Dann steigen wir einmal ein in den Vergleich der beiden K-Systeme, beide analog. Analog bedeutet für mich, auf der Anlage benötige ich keinen Strom. Also die Anlage bleibt völlig stromlos. Einmal haben wir das Faller-K-System, das ja, in der Ursprungsform schon vor über 30 Jahren die ersten Modelle hatte und seit 2022 neu vorgestellt, K-Motion von Fiesmann. Dazu für mich zwei vergleichbare LKWs, dieses Mal gezielt. Einmal Mercedes-Benz Actros Modell, Dreiachser. Hier als Abrollkippe von der Firma Faller. Artikelnummer 161493. Ich verlinke euch in der Beschreibung mehrere Artikel, die ich heute hier anspreche, falls ihr euch die in Ruhe nochmal angucken möchtet. Und dazu auch ein Mercedes-Benz Actros, auch ein Dreiachser, die Variante von der Firma Fiesmann. Erster Unterschied, Preisunterschied finde ich jetzt gar nicht so groß. Alles Listpreise der Hersteller kostet der Faller Actros 167,99 und die Sattelzugmaschine 192,95. Kurz ergänzend, ich habe eine Sattelzugmaschine und einen Abrollkipper, ist auch ein bisschen auf der Verfügbarkeit geschuldet, aber mir ging es darum, beide Systeme haben ihre Elektronik im Chassis und in der Kabine verbaut und hinten im Aufbau individuell. Also da ist nichts drin. Da gibt es ganz schön viel Platz für all das, was man braucht oder all das nicht braucht an Aufbauten. Vom Grundprinzip sind beide Fahrzeuge ähnlich. Beide besitzen vorne eine pendelnde Vorderachse mit einer Lenkstange, mit einem Magnet. Bei beiden vom Grundprinzip identisch. Beide fahren auf einem Fahrdraht, so wie das beim Faller K-System mitverkauft wird und empfohlen wurde, oder von Fiesmann auch auf dem Magnetband. Beide können beides, also völlig egal. Beide besitzen eine angetriebene Hinterachse. Das ist hier die und bei dem ist es die hier. Beide besitzen eine Buchse für ein Ladegerät. Hier ist es die und hier sitzt sie hier unten. Gibt es von der Firma Fiesmann nur als USB. Von Faller gibt es alte Varianten direkt mit Schuko-Stecker oder auch mittlerweile als USB. Beim Anschalten gibt es einen kleinen Unterschied. Bei der Firma Faller gibt es hier unten einen Schalter.
Kann ich anmachen, Fahrzeug läuft, machen aus, Fahrzeug fährt nicht mehr. Bei der Firma Fiesmann funktioniert das Ganze über einen Magnet, der hier oben in der Kabine sitzt. Fahrzeug fährt an, Fahrzeug bleibt stehen. So, jetzt einmal zu den Vorteilen, die ich mir jetzt so einmal zusammengeschrieben habe, was mir über die Monate aufgefallen ist, was schon damals in der Recherche zum Start meiner Anlage dazu beigeführt hat, dass ich mich für Fiesmann entschieden habe, aber wie gesagt, heute so neutral wie möglich. Die Firma Faller bietet einige Vorteile. Zum Beispiel, die Firma Faller hat die deutlich größere Modellauswahl, was natürlich auch auf über 3 Jahrzehnte Bau des Systems geschuldet ist. Also ich habe nicht nur LKW, ich habe auch Busse, ich habe Traktoren, ich habe PKW und natürlich damit zusammenhängend deutlich mehr Zubehör. Es gibt auch Umbauchassis, verlinke ich euch, wo ihr im Grunde nur das Grundchassis kriegt, ob das dann LKW ist oder PKW oder Bus. Und ihr könnt euer Lieblingsmodell da drauf bauen. Und es gibt die deutlich bessere Verfügbarkeit. Also die Auswahl ist größer und die Verfügbarkeit der Fahrzeuge natürlich damit auch. Wie gesagt, ist ein Thema des Bestandes der Fahrzeuge über einen Zeitraum von Jahrzehnten. Die Firma Fiesmann hat die Modelle als Neuheit 2022 vorgestellt und es kommen jetzt nach und nach weitere Modelle, die in die Auslieferung kommen. Wir brauchen hier aber im Moment doch sehr viel Geduld. Was es bei Fiesmann jetzt schon gibt, was ich bei Faller jetzt so nicht gefunden habe oder nur in Kombination mit einem Traktor, sind Anhänger und Auflieger. Ich habe einen hier, der sieht so aus, den gab es kurz, im Moment gibt es offiziell zu kaufen keinen oder man findet genau diesen hier, Verfügbarkeit sehr schlecht, hatte ich schon angesprochen, aber es gibt sie, sie kommen und beim Faller K-System habe ich nur einen Traktor mit Anhänger gefunden. Gerne schreibt mir in die Kommentare, wenn ich hier nur bedingte Teilinformationen habe. Gerne könnt ihr mich da korrigieren und meinen Wissensschatz erweitern. Was für mich eins der Hauptkriterien war, warum ich mich für den hier entschieden habe, sind die kleinen Vorteile, die der LKW schon bietet. Also klein im Maßstab, groß für mich in der Entscheidung. Denn zum einen, ich hoffe, ihr könnt es hören, ist die Lautstärke des Motors. War jetzt nicht das Megakriterium, aber bei mehreren LKWs definitiv ein Punkt. Also der hier ist an. Also ich weiß nicht, ob ihr was hört, ich höre ihn nicht. Wenn ich den hier anmache, den höre ich, vor allem wenn er dann tatsächlich auf der Fahrbahn fährt. Ein paar Fahrszenen kommen dann später noch. Weitere Vorteile, die das Fiesmann-Modell bietet, denn das ist die Beleuchtung. Ich habe eine klassische STVZO-Beleuchtung, ich habe Licht, ich habe sogar Fernlicht, wenn ich das möchte, ich habe Blinker, ich habe einen Warnblinker, bei dem Modell habe ich Rundumleuchten, ich habe ein Bremslicht,
Und die Fahrzeuge fahren rückwärts. Also wirklich sehr tolle, ja, Features, die das Fahrzeug bietet, wo das Fallerfahrzeug die Möglichkeit nicht bietet. Und ich kann die Geschwindigkeit der Fahrzeuge individuell einstellen. Und ein sehr großer Punkt, wenn mehrere Fahrzeuge auf der Bahn sind, ich habe eine Abstandskontrolle im Fahrzeug schon verbaut. Einmal hier unten, einmal hier hinten. Die Fahrzeuge kollidieren nicht miteinander. Das waren eigentlich all die Gründe, warum ich mich für den Viessmann-LKW entschieden habe und nicht für das Faller-K-System in Analog. Zusätzlich kann ich, denn das war ja der Ausgang meines Gedankenganges, meine Anlage analog halten. Ich kann Magnete verbauen, die mit einem Magnet kann ich das Fahrzeug stoppen. Das war's aber, mehr geht nicht. Und hier kann ich mit Magnetreihenfolgen das Fahrzeug abbremsen, die Blinker aktivieren, es stoppen. Also ich habe diverse Möglichkeiten, was ich nur mit Setzen von kleinen Magneten in der Fahrbahn beeinflussen kann. Ja, da sind wir jetzt bei dem Thema Äpfel und Birnen. Das hier ist wirklich analog. Der hier ist eigentlich schon digital. Denn durch die Magnetreihenfolgen kann ich ja Funktionen auslösen, kann die über einen Car-Manager und Anschluss an meinen PC auch schon voreinstellen und umstellen. Oder ich kann es auch hier wieder recht analog, das digitale Fahrzeug mit einer Fernbedienung steuern. Das ist das, was ich euch eben gezeigt habe. Ich mache das Fahrzeug an und schalte über die Fernbedienung Blinker an, Blinker aus, die Rundumleuchten an und aus. Die Beleuchtung aus und an. Also es ist nicht ganz analog, das Fahrzeug, es ist dann doch schon eher digital, läuft aber auf einer analogen Anlage. Natürlich kann ich die Anlage digitalisieren, mal im ersten Schritt über bestromte Stoppstellen, über Weichen, über Ampelanlagen, das funktioniert alles. Ich kann den Viessmann-LKW, ein toller Vorteil, nicht mit so einem Kabel und einem Stecker laden, sondern ich kann ihn induktiv laden. Ich muss eine Induktivladespule in der Anlage verbauen. Das Fahrzeug fährt drüber, sucht sich die Mitte, lädt voll oder lädt eine gewisse Zeit und fährt weiter. Und die Induktivladespule ist so intelligent, dass sie das steuert, auch in Kombination mit anderen Fahrzeugen. So, jetzt möchte ich der Firma Faller natürlich nicht abschreiben, dass sie nicht auch digital können, denn das können sie und das auch gar nicht schlecht. Wenn ich jetzt aber die Faller Digital-Variante möchte, dann kostet dieser LKW hier nicht 167,99, sondern in digital fast 200 Euro mehr oder 200 Euro mehr, denn dann kostet er 369,99. Und ich muss Satelliten hängen und da gibt es ein schönes Einsteigerset von der Firma Faller, alles verlinkt. Das kostet aber schon 899,99. Also es ist immer oder oft eine Frage, was möchte ich? Inwieweit steht mein Budget dazu? Und für mich hat der LKW von der Firma Viessmann den kleinen Mehrpreis in der Neuanschaffung durch die deutlich mehr Funktionen gerechtfertigt und darum habe ich mich für die Firma Viessmann entschieden.
Ich stelle jetzt einmal die Kamera um, damit wir mehr von der Anlage sehen. Und dann stelle ich die LKWs mal noch auf die Bahn, lassen wir sie ein bisschen fahren, damit wir auch das Fahrverhalten zueinander im Verhältnis sehen. So, ihr seht jetzt einen Teil der Anlage und jetzt einmal der Vergleich der beiden LKWs beim Anfahren. Ich muss das Faller-Modell einmal im Linksverkehr fahren lassen, denn die verbauten Magnete in der Anlage, die den Fiesmann-LKW abbremsen, halten den Faller-LKW an. Den Faller-LKW, wie vorhin gezeigt, schalte ich hier unten einmal an und dann hat er seine Geschwindigkeit, die er hat. Bei abnehmendem Akku wird er danach noch etwas langsamer. Und ich stelle ihn auf die Bahn, lasse ihn los und dann fährt er die Bahn ab in der Geschwindigkeit, die er halt kann und fährt. Hier hat er den Magnet doch erkannt, obwohl in die andere Richtung. Also egal welches der beiden Systeme, belebt natürlich so eine Anlage. Und beide Systeme sind schöne Systeme, die, naja, Entschuldigung, falsche Bahn, die natürlich die Anlage beleben und das Ganze doch sehr schön gestalten. Aber ihr hört es auch vielleicht, das ist jetzt in dem Fall nochmal etwas lauter, wie es sein dürfte, sollte, denn der Abrollcontainer bildet natürlich einen Resonanzraum und macht ihn noch etwas lauter, aber ich höre den Motor und ihr seht, auch bergauf nimmt der Geschwindigkeit ab. Warten wir mal, bis er wieder hier ist. Jetzt der Fiesmann-LKW. Anschalten über die Kabine mit Beleuchtung. Er fährt sachte an, reagiert hier auf meine Magnete. Ist natürlich ein Vorteil, den er jetzt hier hat. Moment, er fährt hier natürlich gerade aus. Ich stelle ihn hier einmal. Also ich kann ihn viel realistischer steuern und fahren lassen aufgrund der Geschwindigkeiten, die er je nach Magnet entweder die reduzierte Geschwindigkeit oder die volle Geschwindigkeit, die ich vorab eingestellt habe, fährt. In Kombination mit Abbremsen, Rücklichter gehen an, Magnet reinfolgen im Boden, dass er den Blinker aktiviert und deaktiviert, ist es das Realistischere. Ist aber auch, wie ja schon vorhin erklärt, keine klassische Analogvariante, sondern naja, eine Teildigitale. Jetzt kommt er hier gleich unten raus. Blinkt rechts, weil er aus dem Kreisel ausfährt, blinkt gleich links, weil er hier einmal links abbiegt. Wie schon vorhin erwähnt, waren das die Gründe, warum ich mich für die Fiesmann-Variante entschieden habe und nicht für das Faller-K-System, der hier eine Geschwindigkeit fährt und ja, Äpfel und Birnen gar nicht zu 100% vergleichbar ist. Aber wer seine Anlage umbauen möchte oder erweitern möchte um ein K-System, muss natürlich abwägen, was er denn davon gerne hätte, ob er das eine System möchte oder das andere. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich denke, dass es ähnlich viele Rückmeldungen gibt wie zum ersten damals.
Ich bin gespannt, welche Rückmeldungen, welche Kommentare gerne, wenn ihr Erweiterungen habt, Dinge, die ich jetzt nicht erwähnt habe, könnt ihr mir die gerne mit reinschreiben. Ich habe jetzt im ersten Schritt mal die wichtigsten herausgegriffen, um den Unterschied der beiden Anlagen oder der beiden Systeme zu definieren. Und wünsche euch viel Spaß mit eurem K-System. Und wenn ihr Interesse habt, guckt euch gerne meine anderen Videos an, wenn ihr mehr Informationen braucht. Und für alle die, die Videos schon kennen, bis zum nächsten Mal.